Ja, oder einer der Schritte von vielen. Ich glaube, vor kurzem wurde Alex Joneses großer Kanal wieder dicht gemacht wegen irgendeinem Vorwand. Also das ist eben das Problem. Wir wollen hier eigene Strukturen aufbauen. Und damit wir nicht abhängig sind von solchen Firmen wie Ustream oder YouTube und so weiter, die Frage ist, wie machen wir das? Und wie ich ja schon erwähnt habe, es gibt viele Leute, die anfragen und Hilfe bieten. Es gibt natürlich auch einige, die wirklich ihre Hilfe anbieten, und ich habe auch einige wunderbare Leute getroffen. Ich meine, ich habe meine zukünftige Ehefrau über meine Arbeit kennengelernt. Einen der besten Menschen, die ich jemals kennengelernt hatte. Aber das ist halt immer das Problem. Wenn jemand sagt, hey, ich helfe dir mit deinem Webzeugs, ja, du kennst die Person nicht, und die Person sagt, ah, ich will keine Verträge, ne, das machen wir einfach so. Gib mir deine Serverpasswörter. Sehr, 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 sehr problematisch. Hier schreibt ja noch jemand, was zählt für dich alles unter New Age-Bewegung? Ich meine, es gibt die Theosophen, New Age, es gibt viele andere Gruppen, die daraus entstanden sind, aber gute Werte vertreten. Ich weiß es nicht, wie weit das, was sie nach außen vertreten und die Leute der unteren Ränge wissen, auch mit dem übereinstimmt. Also ich sage mal so, diese Leute, die an der Spitze stehen von diesen Organisationen, sind nicht dumm. Ich habe vorgelesen, führende New Ager sagen, Hitler war schon in Ordnung, Stalin war schon in Ordnung. Die ganzen Toten, das war schon in Ordnung, denn diese Leute wurden ja bloß aus dem Gefängnis ihres Körpers befreit, und es kommt bald ein noch größerer Genozid, und die New Ager werden überleben, die anderen nicht. Wer entsprechende Bücher gelesen hat von diversen Autoren, die angeblich die neue Weltordnung entlarven, wird feststellen, dass diese Leute häufig für New Age-Gruppen werben, direkt oder indirekt, dass sie Leute rekrutieren wollen für diese New Age-Gruppen. Und meine Argumentation ist es eben schon seit langem, dass diese psychologischen Fallen, diese Manipulationen, diese Überzeugungsmuster, dass sie durchaus durchdringen bis nach unten in die Organisationen, die dann Filme rausbringen, die dem einen oder anderen bekannt sein dürften, die dann populär werden und so weiter und so fort. Also definitiv, ich habe selber beobachtet an Leuten, und auch was man nachrecherchieren kann, diese Inhalte. Diese komischen Inhalte bleiben mehr und mehr hängen bei den Leuten. Und irgendwann sind sie richtig, wie gesagt, automatenhaft, kalt, seltsam, und laufen dann rum und glauben, wenn sie über wirklich wichtige Dinge nachdenken, das zieht sie runter, klaut ihre Energie und bringt sie in Gefahr. Also es ist, wie gesagt, sehr, 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 sehr gefährlich. Hier ist, ich habe vor einigen Tagen von natürlichen Personen gehört, von wegen einer Neugeburt als natürliche Person vor dem Staat, neuer Ausweis und so weiter. Ist es ein ernster Versuch der rechtlichen Legitimität, der Anerkennung der Menschenrechte in der BRD? Also hier viele Gruppierungen, und ich habe längst nicht alle und längst die Zeit, alle zu untersuchen, aber es gibt halt eben, wie gesagt, in Amerika, genauso wie in Deutschland und anderswo, sehr, sehr viele krumme Gruppen, die sagen, wir sind Patrioten, wer uns kritisiert, ist kein Deutscher, kein Amerikaner, kein Patriot. Und sie versprechen dann irgendwelche Gesetzeslücken auszunutzen, irgendwelche Patentrezepte, wo man auf einmal dann Freiheit hat und nicht mehr belangt werden kann, keine Steuern mehr zahlen muss. Also die Faustregel ist Vorsicht, weil viele Leute schon viele schlechte Erfahrungen mit sowas gemacht haben und halt Leu einige Leute damit Kohle verdienen, meistens sehr, sehr psychopathische Leute, totale Gagas, also wirkliche Yahoos, die dann Geld damit verdienen, mit irgendwelchen Sachen, die sie verkaufen. Und also sehr, sehr üble Kreise gibt es da, und man selber, wenn man sich darauf einlässt, kommt dann irgendwie noch größere Schwierigkeiten. In Amerika gab es auch einige Gruppierungen, die nennen sich patriotisch, und in Wirklichkeit scheinen da auch irgendwie Behörden dahinter zu stecken, die einfach gucken wollen, wie kann man Leute in Schwierigkeiten bringen, in das Strafvollzugssystem reindrängen, weil diese Leute ansonsten vielleicht auf brauchbare Informationen stoßen würden und wirklich ein Problem darstellen würden. Ich meine, die BRD ist ein Flickenteppich, das Grundgesetz ist ein seltsames Provisorium, wir haben keinen Friedensvertrag. Es ist, wie gesagt, Papier ist geduldig. Ja? Also Papier ist das eine, Gesetze, was auf Papier steht, ist das eine. Und was letztendlich gemacht wird, ist was ganz anderes.
in der Praxis. Jetzt hatte ich hier noch, vielleicht zum Abschluss der Sendung, eine Meldung, dass man jetzt den Lissabon-Vertrag erweitern will für einen permanenten Bailout-Mechanismus. Man macht es einfach ohne neues Referendum. Und dann hatte ich noch meine zwei Artikel über Russland, da werde ich jetzt heute nicht mehr näher drauf eingehen. Leute können die Artikel finden auf infokrieg.tv. Die nächste Phase der neuen Weltordnung, Fusion aus EU und Russland und der Artikel Litvinenko-Ermordung, WikiLeaks Enthüllungen B und Entlassen Putin. Also Russland ist genauso wie vorher eine sogenannte Patokratie. Das denke ich, sollte man mit dem entsprechenden Aufwand sehr, sehr leicht rausfinden können. Und deshalb formulieren wir auch die Artikel. Also ich hoffe, ich habe es einigermaßen auf die Reihe gebracht, diesen Themenkomplex anzureißen. Denn ich denke, es bringt einem immer mehr, die Bücher zu lesen, auch wenn es dieses jetzt irgendwie nur online gibt auf Deutsch. Und ich denke, es wird auch klar, warum ich die Arbeit mache. Ich denke, es wird auch klar, warum eigentlich sowas selbstverständlich sein sollte, nichts Außergewöhnliches ist, sondern bloß die Folge ist aus dem, was unsere Vorfahren alles durchlitten haben. Und wie scheißegal es den Leuten ist, die verantwortlich waren. Und all das, was auf uns zurollt, ist eben, kommt von genau den gleichen Leuten, den gleichen Denkmustern, den gleichen Denkschemata. Nur jetzt, sag ich mal, nennen die sich nicht Nationalsozialisten oder Kommunisten, sondern sie nennen sich halt anders. Nur die Denkrichtung ist die gleiche. Also die Manipulation ist sowohl physiologisch, chemisch, die Konditionierung, die Vergiftung der Leute. Es fördert Psychopathie, wenn man den Leuten Substanzen ins Trinkwasser schüttet. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese Indoktrination, vor allem religiöse Indoktrination und wie bei den New Age Bewegungen, New Age Gurus, da haben wir eben diese klassischen Einstellungen. Kein Gewissen, Leute verrecken massenweise, Genozid, alles in Ordnung, ist alles okay. Ist alles Teil des großen Planes der neuen Weltordnung. Macht euch keine Sorgen. Nochmal der Hinweis, wir haben unser Weihnachtsangebot bis zum 23. Dezember, der Untergang der Republik, 5 Exemplare von der DVD, 5 Kopien auf DVD von der Untergang der Republik für nur 24,95. Und das war bislang unsere aufwendigste Arbeit, Alex Jones' aufwendigste Arbeit. Ein sehr, sehr interessanter Film über die Bailouts, über den Klimawahn, den Kontrollwahn, den Bankencrash. Also man kann das wirklich jedem hier geben und denke ich, doch so einige Leute aufwecken zum Fest. Also die Aktion läuft noch bis zum 23., bis einschließlich 23. Dezember. Und wir liefern relativ schnell. Also wenn jemand bestellt, was lagernd ist, dann verschicken wir das entweder am Tag des Zahlungseingangs oder am Tag drauf. Was nicht lieferbar ist, ist normalerweise sehr kurzfristig wieder lieferbar. Also wenn jetzt Leute bestellen, gibt es noch eine sehr, 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 sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir rechtzeitig vor Weihnachten liefern. Ich versuche gerade diese Hülle aufzufummeln. Also jede Kopie ist natürlich eingeschweißt und brandneu. Allerdings haben die jetzt nicht diese praktischen Aufzieher. Ich will einfach nur mal diese Disc zeigen und wir haben auch noch, wie gesagt, ständig neue Dinge im Shop, die wir auch wirklich durchgecheckt haben, Bücher, die wir wirklich empfehlen können, Dinge, die einen praktischen Wert haben, jetzt nicht nur, sage ich mal, das Wissen vergrößern über die Tyrannei, sondern auch die Werkzeuge geben, um zu bestehen in dieser Krise, die auf uns zurollt. Denn wie gesagt, bestimmte Konzepte halte ich eben für nicht wirklich nützlich, um zu überleben. Also ich glaube nicht, dass man mit einer Mitgliedskarte in einer theosophischen Gesellschaft
so leicht davonkommt. Viele Leute werden auch